Hallo und moin zum sechsten Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Willkommen zurück. Es geht weiter. In die letzte Runde, würde ich behaupten wollen. Von Sam & Max Hit the Road. Ja, wir haben uns hier von diesem telekinetisch begabten Menschen einen Korkenzieher basteln lassen, mit dem wir jetzt eine Flasche entkorkt haben, die wir bei den Yetis mitnehmen. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Ja. Hat er mir schon mal erklärt. Den wir bei den Yetis entwendet haben. Und da haben wir, oh Wunder, einen Korken bekommen. Mit dem Korken kann man alles Mögliche zumachen. Zum Beispiel eben auch ganz entspannt eine Schneekugel, die wir auch schon im Inventar hatten. Jetzt müssen wir die Schneekugel nur noch mit einem kleinen Mini-Tornado befüllen. Und dafür müssen wir natürlich hier zum geheimnisvollen Wirbel. Auch hier waren wir schon mal und haben mit einem der Maulwurfmänner gesprochen. Da konnten wir aber hier nicht hin. Und jetzt können wir das aber, glaube ich. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Wow, die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Aber ich muss doch noch mal ein bisschen an der Sprache drehen. Die könnte etwas lauter sein. So, genau, mehr wollen wir hier auch gar nicht. Jetzt haben wir nämlich den Wirbel. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch unsere Gemüse holen. Das heißt, wir haben einen Gemüsekopf von einer prominenten Person bestellt. Und wenn wir Glück haben, ist er jetzt auch fertig. Wo ist mein John Muir Gemüse? Hier hast du es, mein Sohn. Eine Zucchini, die wie John Muir aussieht. Hey, danke, Ma'am. Danke, das war's. Ja. Was will man mehr? Kann ich da nur sagen. Was will man mehr? So. Wir haben das Kissen, das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben das Gemüse, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben den Wirbel. Ja, ich glaube, damit haben wir drei Möglichkeiten. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, sind das die drei
Objekte, die man braucht, um dieses Totem-Rätsel zu lösen. Hier wollte ich nicht rein. Ich wollte hier rein. Oh. Da wir mit Bruno schon gesprochen haben und er nicht den Eindruck hinterlassen hat, dass er wüsste, worum es uns hier geht, beziehungsweise was man hier machen muss, gehen wir gleich einfach großflächig an ihm vorbei. Ja, und dann werfen wir doch mal die Dinge rein, die wir hier so haben. Ich glaube, wir haben ein Geheimnis dieser Totempfähle gelüftet. Das haut mich um. Eine Kombination aus Mensch und Natur. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Suppe? Genau. Das war das. Dann brauchen wir noch dieses Kissen. Ich glaube, das Kissenrätsel habe ich nie ganz verstanden. Hey, Mr. Häuptling. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das einen der Totempfähle erklärt. Ja? Was ist es? Haarwuchsmittel. Sehr ergiebig. Wir klauen nun mal gerne Kopfkissen. Okay. Aber ich glaube, da wäre man nicht drauf gekommen. Ich habe da, glaube ich, auch einfach die Sachen durchprobiert, die ich so hatte. Ich denke, dass ich ein Totempfahlrätsel gelöst habe. Lass mich mal sehen. Ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Denken hat nichts damit zu tun. Das sollte ausreichen, nicht wahr? Da passiert nichts, Sam. Und was jetzt, Häuptling? Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr die richtigen Zutaten gesammelt habt, aber... Oh, natürlich, wie dumm von mir. Was? Damit der Zauber auch anständig funktioniert, brauchen wir ein lebendiges Yeti-Opfer. Es wäre wirklich traurig, einen dieser pelzigen Gefährten zu verlieren. Was denkst du? Halt, ich habe eine Idee und ich brauche dazu nichts Hochexplosives. Wartet hier! Während er weg ist, frage ich mich mal schlau, ob sich nicht einer der anderen Yetis für eine gute Sache hergeben möchte. Also das war mal eine verdammt beeindruckende Bilderfolge. Und im höchsten Maße zerstörerisch. Auf Wiedersehen, Sam und Max. Ich bin nicht sicher, wie ich euch jemals danken soll. Ich glaube, ich tue es einfach nicht. Wirst du mit Trixie zurück in den Wald gehen und ein idyllisches, naturverbundenes Leben führen? Teufel, nein.
Wir gehen nach Las Vegas und heiraten, wenn es nicht von diesem verrückten Baumblödsinn zerstört wurde. Wir wollen uns irgendwo niederlassen, wo wir uns unauffällig unter die Leute mischen können, unser Leben leben, vielleicht eine kleine Familie gründen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du beklopptes, primitives Biest, du. Ihr Jungs könnt stolz auf das sein, was ihr heute hier für uns getan habt. Du meinst die vollständige Zerstörung der modernen Zivilisation in den westlichen Vereinigten Staaten? Da kannst du drauf wetten. Haben wir jetzt was gewonnen? Also, ach, warum nicht? Dieses Medaillon ist schon seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie. Tragt es in guter Erinnerung. Danke, Häuptling. Max liebt billigen Tinef. Schokolade umhüllt mit einem Hauch von Alufolie. Ist was, Sam? Ich glaube, der Zauberer hat nichts mehr für mich in seinen Taschen. Nun, ich könnte dir meine Perücke für rituelle Anlässe mitgeben, die ich letzte Woche bei Snuckies gekauft habe. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich besitze schon einen Hut. Nun, das ist auch in Ordnung. Macht's gut, Sam und Max. Merkt euch, möge die Nacht auch dunkel sein, der Morgen wird kommen und euch belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde den alten Gauner vermissen. Ich werde vor allen Dingen seinen Geruch nach gammligen Hamsterinnereien vermissen. Er erinnerte mich an Opa. Hey, er hat vergessen zu bezahlen. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn diese Idioten versuchen sollten, den Fall zu lösen, werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Hey, beruhige dich, Burl. Hey, da sind sie wieder. Habt ihr Bruno gefunden? Na klar. Bruno! Wie können wir das je wieder gut machen? Der strahlende Glanz eurer Gesichter ist uns genug. Das und ein fetter Scheck. Wären 3000 Karten für Käsekästchen-Turniere in Ordnung? Massenhaft. Lass uns gehen, Max. Weißt du, Max, ich muss immerzu daran denken, dass wir uns am zerbrechlichen inneren Mechanismus des Raumschiffs Erde vergangen haben. Gott, Sam, wenn ein paar hundert Jahre Zivilisation ausgelöscht werden müssen, nur um ein paar stinkenden, menschenähnlichen Kreaturen ihren ekelerregenden Lebensstandard zu sichern... Warum nicht? Du baust mich auf, kleiner Freund. Hatte Bruno schon immer vier Arme? Oh ja. Das ist doch mal ein schön interaktiver Abspann. Das hat man heute ja selten, dass da im Anspann noch irgendwas tut. Man sieht hier viele lustige Figuren oder angedeutete Figuren. Ich glaube, das ist R2-D2. Ich glaube, das ist ein Tentakel. Ich glaube, das ist eine Voodoo-Puppe aus Monkey Island. Man muss natürlich nicht auf die schießen, man kann. Bam, bam. Ja, muss ich sagen, dass das Spiel doch relativ schnell vorbeiging. Ich hatte das gar nicht mehr so kurzweilig in Erinnerung. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass die Abschlusssequenz irgendwie ein bisschen länger war. Aber man muss sagen, dass die Spiele damals grundsätzlich ja nicht so umfangreich waren. Ganz viel Zeit hat sich ja durch das Rätseln und Puzzeln ergeben, weil man es nicht auf Anhieb rausgekriegt hat. Und deswegen kann man das dann auch länger spielen. Aber hier habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, ja, vielleicht 4 oder 5 Stunden dran gesessen in den 3 Sessions. Und dann geht das. Ja, dann ist das relativ schnell vorbei, weil vor allen Dingen, wenn man weiß, was man eigentlich machen muss.
Ja, von daher habe ich das gar nicht so im Blick gehabt, dass das so schnell vorbei ist. Aber wenn man am Ende bei diesem hier fehlen ist, dann ist mir schon klar gewesen, dass es relativ nah am Ende ist. Ja, mal gucken, ob es noch eine knappe 20-Minuten-Folge wird, die ich dann daraus schneiden kann. Aber ich denke, das passt schon. Ja, wie gesagt, hier sind mehrere irgendwie bekannte Figuren oder angedeutete bekannte Figuren. Und man sieht genau die Abspann von den LucasArts Adventures. Die sind auch noch immer relativ überschaubar. Gibt längere, heute in jedem Spiel längere Abschlüsse, weil ja viel mehr Leute dabei involviert waren. Und hier haben wir eigentlich nur noch 5 Minuten Abspann vielleicht. Weil das eben noch nicht so viel Aufwand war und nicht so viele Leute daran beteiligt waren. Und jetzt haben wir noch den Teil des Abspanns, der uns mit alternativen Angeboten lockt, sozusagen. Ist doch eigentlich ganz lustig, das Spiel wieder gewesen. Es ist schon länger her, dass ich es mal wieder durchgespielt habe und es hat mich eigentlich auch nur daran erinnert, weil ich gerade Psychonauts 2 nochmal beim Wickel habe und mich dann mit den ganzen Leuten, die das gemacht haben, und der Psychonauts 2 Dokumentation beschäftigt habe. Psychology gibt es auf YouTube zu schauen. Über 7 Jahre begleitet da ein quasi Inhouse-Kamerateam die Spieldesigner bei der Erstellung dieses Spiels. Das ist schon eine sehr spannende Dokumentation, irgendwie 21 Stunden lang, aber in 32 Folgen, glaube ich. Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Einblick in die Art, wie so ein Spiel entsteht. Und nun ist Psychonauts ein sehr anderes Spiel. Aber Tim Schafer war ja hier bei vielen der LucasArts Adventures auch beteiligt. Und viele der Leute, die hier beteiligt waren, sind auch bei diesem Psychonauts-Spiel zum Beispiel beteiligt. Irgendwie an irgendeiner Stelle. Und deswegen kam ich drauf, dass ich eigentlich hier dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe, weil es davon auch kein Remake gibt. Also bei den Monkey Island Spielen und auch bei Day of the Tentacle, Maniac Mansion und was ist noch? Vollgas. Grim Fandango auch. Da gibt es ja Remakes und diese Remakes sind halt in der Regel dann ein Anlass gewesen, dass man das Spiel nochmal spielt, aber von 7Max gibt es halt zwar neuere Versionen und von den neueren Versionen gibt es tatsächlich auch ein Remake in neuer oder in angemessenerer Grafik, sage ich mal, zeitgemäßerer Grafik, aber von diesen alten Spielen gibt es eben überhaupt kein Update, was ein bisschen schade ist, weil wenn man das vielleicht nochmal aufpolieren könnte mit ein bisschen Grafik, das wäre, glaube ich, auch eine nette Sache, auch wenn man eben sagen muss, dass das vom Story-Gehalt hier relativ kurzweilig ist. Und die Settings sind irgendwie lustig, die Charaktere sind sehr spaßig und irgendwie dieser ganze Stil ist dann, glaube ich, auch sehr spezifisch irgendwie LucasArts. Dann gibt es nicht so viele andere Spiele, die auch diese Art von Comedy machen. Also mittlerweile schon, aber zu der Zeit eben war das relativ einzigartig. Nun gut, ich glaube, hier passiert nichts mehr. Wir können jetzt theoretisch noch mehr abschießen. Oder auch nicht. Genau, aber dann würde ich an dieser Stelle erstmal zumindest mit diesem Let's Play abschließen. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Hoffe, ihr schaut euch auch andere Videos auf dem Kanal an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Let's Play Video. Bis dahin, herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!